Dach zum nächsten, beherrsche Ratten und Fische oder verlangsame die Zeit, bevor du es mit einer Überzahl an Gegnern aufnimmst. Sehr praktisch, deswegen, ich werde wahrscheinlich die Fähigkeiten einfach kaufen. So. Sind hier diese bösen Fische? Ja, guck mal, hier ist so ein Fisch. Ich glaube, der beißt mich, wenn ich hier. Ja, der beißt mich. Deswegen schnell wieder hier an Land, wenn ich könnte. Jetzt müssen wir wieder zurück. Haben wir hier irgendwo noch ein Artefakt? Ach, mit 4 kann ich teleportieren, abbrechen, alles klar. Ich komme noch nicht so ganz klar mit der Steuerung. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Da kommen wir hier irgendwie wieder hoch. Gehen wir erstmal hier auf den Stein. Oh, die Fische. Ach, schon wieder falscher Knopf. Ich will immer die ganze Zeit mit L1 teleportieren. Was schwachsinnig ist. Und irgendwie kann ich hier nicht die Schnellauswahl richtig bedienen. Ach so, weil ich mit dem linken Stick noch am Rennen bin. Du hast was im Raum übersehen. In welchem Raum habe ich was übersehen, Stifler? So, hier war ja auch nichts weiter. Hier haben wir ja schon alles angeguckt eigentlich. Havelock kam vorhin vorbei. Hab vergessen, was er wollte. Pieros Werkstattschlüssel? Er wartet wohl auf Sie. Okay, jetzt haben wir nochmal einen Werkstattschlüssel von ihm bekommen. Jetzt können wir hier auch raus. Das haben wir uns schon angehört, ne, oder? Lebt ein Teil der Seele im Herzen. Wenn das Herz weiterschlägt, wird dann der Geist nie ins Jenseits gelangen. Ich kann ein Herz mit Hilfe von Elektrizität für immer schlagen lassen. Aber was bedeutet das für die darin gefangene Seele? Es wäre einfacher, wenn ich darüber nicht zu nachtschlafender Zeit nachgrübeln würde. Ich gehe nur ungern Gedankengängen nach, die einem Traum entspringen. Okay, alles klar. Wir haben irgendwie 2 Schlüssel bekommen. Einmal, glaube ich, hier für die Bar. Oder für hier. Ne, unzerstörbare Tür. Wir rennen mal hier noch ein bisschen rum, gucken uns das hier nochmal an. Timianisches Erz. Wo man das Tor nicht öffnen kann, wo die Bierbraukessel ist. Okay, da gucke ich gleich nochmal nach, Stifler. Kommen wir noch nicht rein. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos ist es Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Wer diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. Hier ist nochmal eine Mülltonne, die können wir vielleicht nochmal öffnen. Und hier haben wir auch nochmal King Sparrow Federn. Und da oben habe ich gesehen, ist ein Fenster offen. Und dann gehen wir nochmal, das Buch hatten wir, gehen wir nochmal hier in den Braukessel. Direkt wo der Kessel war, hat was geleuchtet.
finde jetzt hier nichts. Hier ist nur das hier halt, Waschbecken. Kannst nur Wasser aufdrehen. Ansonsten sehe ich hier jetzt nichts. Hier ist noch was. Münzen. Perfekt. Vielleicht meintest du das. Der alte Hafenbezirk wurde zur Evakuierungszone erklärt. Die Zahl der Reiner hat im Monat der Saar zugenommen. Daher hat der Lord Regent verfügt, dass die Seuchenbestimmungen auch im Monat des Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam und loyal. So, gut. Dann wollen wir mal hier zum Ziel gehen, zu Havelock. Kann ich hier noch was machen? Ne, hier haben wir ja auch schon. Dann gehen wir mit Havelock sprechen. Gut, dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, eine Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn sie ihn erledigt haben, schnappen sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Genau, unser großes Ziel ist ja auch noch, die Tochter der Kaiserin zu finden. Einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Der vorzügliche Talboy. Lass ich auch noch mal kurz offen. Gut. Können wir ihn bestehlen hier? Nee. Gut, dass Sie ausgeruht sind, Corvo. Das wird helfen. Yukiki schreibt, 17 Stunden Schlaf gefällt mein Kreislauf nicht und mein Nacken ist voll angespannt. Wie kann man 17 Stunden schlafen, bitteschön? Geht ja mal gar nicht. So, hier waren wir noch nicht drin. Hier gehen wir mal runter. Hier haben wir noch was. Walöl. Und hier. Kanalisation. Okay, hier kommen wir dann nicht rein. Irgendwann müssen wir hier, glaube ich, noch rein. Aber ist wohl noch nicht so weit. Daher können wir wieder hochklettern. Gut, ich glaube, wir haben ja alles, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wir können auch nochmal das Herz rausholen, gucken uns nochmal um. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Corvo, hast du vielleicht einen Augenblick Zeit mit? Natürlich habe ich einen Augenblick Zeit. Corvo. Corvo, hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten sie doch vor ihrer derzeitigen Beschäftigung als Attentäter. Okay, alles klar. Wir haben eine Zusatzaufgabe von ihr bekommen. Sorge dafür, dass Hauptmann Kernow seinen Besuch im Büro des Oberaufsehers überlebt. Callista hat einen Onkel, der Hauptmann der Stadtwache von Dunwall ist. Hauptmann Kernow versucht, das korrupte Regime von innen heraus zu verändern und stößt dabei auf großen Widerstand. Okay, alles klar. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Vorher gucke ich nochmal hier genau. Hier habe ich, glaube ich, noch nicht alles durchsucht. Guck mal, hier ist noch ein Buch.
Die Geheimnisse von Pandysien oder Pandysien. Karte, Kap der Zähne. Hier haben wir noch eine Münze. Hier war auch noch was. Sehr gut. Hier kommen wir später irgendwann noch rein, glaube ich. Genau. Hier sind noch ein paar Mülltonnen oder was das auch immer ist hier. Irgendwelche Container. Hier kommen wir auch noch nicht rein. Alles klar. Der alte Hafenbezirk wurde zur Evakuierungszone erklärt. Dann gucken wir noch mal kurz zu Piero und gucken, ob wir noch irgendwelche Waffenverbesserungen holen können. Was kann ich für Sie tun? Verbesserungen. Zack. Betäubungsbolzen haben wir, sowas brauchen wir nicht mehr. Mana-Tränke finden wir eigentlich auch genug. Man kann auch Runen kaufen, okay, alles klar. Brauchen wir aber auch noch nicht. Armbrustpräzision, Armbrustreichweite, Armbrustnachlader, schneller Nachladen, ermöglicht automatisch Nachladen. Kampfbetäubungsbolzen, die einschläfernde Wirkung setzt selbst während des Kampfes unmittelbar ein. Schwerthärtung, Springminenradius und Corvus-Pistolenverbesserung. Maskenoptik. Kugelkapazität, Granatenkapazität, Bolzenkapazität finde ich sehr gut. Kaufen wir mal 300 Münzen. Wir haben es ja. Dann können wir ruhig noch ein paar. Normale Bolzen können wir da nur mehr tragen oder was? Was ist das denn für eine Verarsche? Umsonst gekauft, alles klar. Gut. Danke fürs Hinweisen, Yokiki. So, dann wollen wir mal in die nächste Mission und wollen den Oberaufseher Campbell zur Strecke bringen. Mal gucken, wie wir das anstellen. Sagen Sie Bescheid. Jo, ich will aufbrechen. Jo. Sagen Sie Bescheid. Ja, ich habe doch Bescheid gesagt. Und dann nochmal Bescheid sagen. Na toll. Maske auf. Auf in die Mission. Destilleriebezirk, meine ich. Da wird destilliert, da gibt's Alkohol, da gibt's Schnaps. Da will ich hin. So. Spiel lädt. Wie gesagt, die Ladezeiten sind leider ein bisschen lang, finde ich. Runen- und Knochenartefakte verströmen einen schwachen, singenden Klang. Oberaufseher Campbell ist der Kopf der militanten religiösen Fraktion Dunwalls und ein enger Verbündeter des Lordregenten. Allerdings ist Campbell auch durch und durch korrupt und weiß, wo sich Emily befindet. Dringe ins Büro des Oberaufsehers ein, stiehl sein Tagebuch und beseitige ihn. Außerdem wird Martin, ein Verbündeter der Kaisertreuen, dort gefangen gehalten. Befreie ihn und verhilf ihm zur Flucht. Alles klar. Neue Missionshinweise. Volasin Somniutsu. Schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Herzlich willkommen im Stream. Vielen Dank. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's, wie steht's? So, genau das haben wir gelesen. Kräfte. Teleportieren können wir noch nicht. Das möchte ich nämlich als erstes aufrüsten. Kein leichtes Unterfangen. Dave, wie lange streamst du heute? Keine Ahnung, wahrscheinlich noch ein Stündchen. Stündchen, zwei Stündchen, mal gucken. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben dann noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt,